Heute habe ich ein sehr kurzes Video für euch. Beim Slippen in Italien kam mir der Stecker vom Trailer ins Salzwasser. Bei der Heimfahrt habe ich dann bemerkt, dass das Licht nicht mehr richtig funktioniert. Einmal ging es an, einmal ging es aus. Zum Glück war das erst kurz vor zu Hause und somit nicht allzu schlimm. Der Stecker war am nächsten Tag bereits sehr stark oxidiert und somit habe ich mir einen neuen gekauft. Im ersten Teil wechsle ich diesen Stecker aus, im zweiten Teil montiere ich ein Hydrofoil auf meinen Motor. Da bin ich sehr gespannt, ob der etwas bringt. Und auch in Italien habe ich einmal die Lenzklappe nicht richtig zugemacht anscheinend. Auf jeden Fall am nächsten Tag waren etwa 10 cm Wasser im gesamten Boot und ich musste das mit der Hand ausschöpfen. Und so habe ich beschlossen, eine elektrische Lenzpumpe zu kaufen. Und im dritten Teil seht ihr die Lenzpumpe. Und im letzten Teil bereite ich meinen Transporter auf einen kleinen Roadtrip vor. Ich habe Hängeschränke eingebaut. Also gibt es verschiedene Sachen hier zu sehen. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Stopp. Ihr müsst unbedingt bis zum Schluss schauen, denn ich brauche euch. Man sieht hier den Stecker, wie der oxidiert ist nach nur wenigen Einsätzen. Ich habe, ich glaube, 6 oder 8 Mal geslippt. Auf jeden Fall ist der bereits oxidiert und ich habe bemerkt, dass das Licht nicht mehr richtig funktioniert. Das zu legen geht denkbar einfach. Links den Schrauben runterdrehen, da ist dann die Dichtung und hier das rot gekennzeichnete auseinanderdrehen und fertig. Es gibt für diese Stecker auch Kappen. Ich werde mir hier eine bestellen und hoffe, dass er dann dicht ist. Ein Belegungsplan der Drähte liegt dem Stecker bei. Man kann die aber auch einzeln umtauschen. Das ist absolut kein Problem. Hier sieht man übrigens noch einmal, wie korrigiert das Ganze ist nach nur wenigen Wochen. Also da war ich echt entsetzt. Aber ja, das Salzwasser hat wohl meinem Stecker nicht gut getan. So habe ich es auch gemerkt bei der Heimfahrt von Italien. Habe ich gemerkt, dass das Licht nicht richtig funktioniert. Insgesamt war der Tausch eine Aktion von vielleicht 10-15 Minuten. Und jetzt gleich zum nächsten Projekt. Ich montiere ein Hydrofoil. Bin sehr gespannt. Ich werde das jetzt einmal montieren und werde das ausprobieren. Ich werde auch versuchen, dass ich einmal mit und einmal ohne fahren kann, um einen tatsächlichen, realen Vergleich zu haben. Und das Ganze möchte ich dann natürlich auch gerne auf einem See machen. So könnte ich das eventuell besser vergleichen. Die Montage ist genauso einfach wie beim Stecker zuvor. Hier habe ich einfach die Löcher angezeichnet und gebohrt. Danach die Schrauben eingesetzt, festgezogen, fertig. Mehr gibt es da eigentlich gar nicht zu sagen. Oder vielleicht doch, denn die Löcher, die hinten sind, also von hier aus gesehen näher zum Boot, die muss man entweder mit einer Winkelbohrmaschine bohren oder von unten. Zur Befestigung habe ich Edelstahlschrauben genommen mit selbstsichernden Muttern, von oben mit einem Kreuzschraubenzieher festgedreht und unten mit dem Gabelschlüssel gegengehalten. Fertig. So sieht es fertig montiert aus und ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, ob es etwas gebracht hat oder eher nicht. Ich bin selbst schon sehr gespannt. Man hört da auch immer wieder konträre Meinungen. In einigen Wochen werde ich euch meine persönliche Meinung dazu sagen. Und es geht hier munter weiter. Mein nächstes Projekt ist eine Bilgepumpe. Nachdem ich in Italien einmal Wasser im Boot gehabt habe und das von Hand ausschöpfen musste, habe ich beschlossen, ich kaufe mir eine Bilgepumpe. Die Bilgepumpe, die ich gekauft habe, ist selbstsaugend, was wichtig ist dabei.
und sie soll pro Stunde 350 Liter Wasser fördern. Angetrieben wird die Pumpe durch die 12 Volt Bordbatterie und in Betrieb nehme ich sie mittels einem Ein- und Ausschalter. Den Schlauch von der Saugseite habe ich bei der Lenzöffnung in das Aluminium gesteckt oder zwischen der Lenzöffnung und dem Aluminium und die Druckseite habe ich hinaus verlegt über das Boot. Dies geht dann beim Echolot ins Wasser zurück. Aber für die nächsten Wochen lasse ich das Boot einmal Boot sein. Ich werde mit dem Transporter unterwegs sein. Da ich sonst immer alleine unterwegs gewesen bin, war mir der Platz nicht so wichtig. Dieses Mal sind wir für längere Zeit zu zweit unterwegs und nun habe ich beschlossen, Hängeschränke zu bauen, damit wir mehr Platz für die Klamotten haben. Ich habe auch versucht, Brotdosen zu kaufen, das einige gemacht haben, aber die sind mir viel zu klein. Das hat mir auch überhaupt nicht gefallen. Und so habe ich begonnen, Hängeschränke selbst zu bauen. Im Zuge dessen habe ich auch die Decke neu gemacht. Für mich hat es praktisch gereicht. Frauen wollen es eben auch schön haben. Für unsere Reise habe ich also die Decke gefilzt, neue Hängeschränke gebaut und auch diese von innen mit Filz verkleidet. Leider habe ich es von der Zeit her nicht mehr geschafft, dass ich vernünftige Schranktüren anfertigen kann. Aber für die eine Fahrt, für die eine Reise werden es auch die Netze tun. Und wenn wir dann heimkommen, dann werde ich vernünftige Türen bauen und dies hier umändern. Nachdem ich diese Arbeit hier abgeschlossen habe, habe ich begonnen, das Auto einzurichten und alles einzuräumen, was wir so mitbrauchen. Die Zeit und das Selbstvertrauen haben nicht gereicht, um selbst Klappen oder Türen zu montieren bei den Hängeschränken. Aber sobald ich aus Italien zurück bin, werde ich das Auto zu einem Freund stellen. Der kennt sich damit aus und der hat sich bereit erklärt, mir Türen anzufertigen. Und ich habe ja gesagt, ich brauche euch. Und zwar möchte ich euch fragen, was wollt ihr so sehen? Über was soll ich Videos machen? Was wollt ihr in den nächsten Wochen für Videos sehen? Ich werde mich bemühen und auf das ein oder andere Thema eingehen. Das war jetzt wirklich ein kurzes Video. Danke, dass ihr dabei geblieben seid. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Arrivederci und ciao.